Es muss ein außergewöhnlicher Schatz sein. Unsere große Schatzsuche neigt sich nun endlich dem Ende zu, denn wir sind kurz vor dem Ziel. Wir haben uns auf einer großen Insel im Nordosten der Karte niedergelassen. Die schlechte Nachricht ist also, dass wir Fähren brauchen werden. Die gute Nachricht ist, dass diese Mission mega gechillt ist. Die Entwickler waren sogar so überzeugt, dass man sie nicht verlieren kann, dass ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass das Abreißen des letzten Turms den gleichen Text triggert, wie wenn man die Karte gewinnt. Unser Ziel befindet sich direkt an unserer offiziellen Startposition und ist direkt markiert. Aber geht das auch etwas weniger erbärmlich? Danke! Im Südwesten der Karte haben sich die Römer niedergelassen und ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber die sind auf einmal unsere Freunde, kein Futter. Wenn wir unsere Fähre zu ihnen schicken, wird die römische Flotte ein paar feindliche Kriegsschiffe zerstören. Im Nordwesten gibt es eine Insel mit einer Wikingersiedlung, aber die ist effektiv nur zur Deko da, da wir uns nicht mehr mit ihren Kriegsschiffen wirklich befassen müssen. Viel wichtiger ist die Siedlung der Trojaner, die wir erobern müssen, damit der Schatz wirklich uns gehört. Glücklicherweise hat die Siedlung einige Lücken in ihrer Verteidigung, die man ausnutzen kann. Außerdem bringen die Römer einige Sanitäter auf die Insel der Trojaner, wenn unsere Schiffe an eine bestimmte Stelle an der Küste fahren. Dort können sie als lebendes Lazarett dienen und dieser Ort eignet sich auch gut als Sammelpunkt. Der Krater in der Nähe unserer Siedlung enthält viele Steine, die wir freischmelzen können und auch alle Bodenschätze, die wir brauchen. Sogar Schwefel ist nicht nur vorhanden, das ist auch eine der gefühlt zwei Karten, wo man das Zeug auch nutzen könnte. Wirklich nötig ist es letztendlich nicht, da uns die Trojanische Bucht und damit ihre Flotte völlig egal sein kann, aber hey, es gab den Versuch. Ansonsten finden wir in den Bergen im Westen unserer Insel weitere Bodenschätze, die habe ich aber nicht gebraucht. Im Zentrum der Karte gibt es außerdem eine unbewohnte Insel mit einigen Waren, die sich perfekt für eine große Mana-Produktion eignen würde. Aber das wäre ziemlich aufwendig, da wir eine Kolonie errichten müssten. Unsere Startinsel hat außerdem genug Wüstengebiete. Da wir hier auf einer Insel sind, kann uns nichts passieren. Wir können also chillen und F12 nutzen, wie wir fröhlich sind. Ich habe fast ausschließlich Level 3 Schwertkämpfer produziert und mit 7 Sets Zielobjekten die Kampfkraft maximiert. Falls ihr die feindliche Bucht räumen wollt, empfiehlt es sich bis zur maximalen Kampfkraft zu warten, da auch Kriegsschiffe davon profitieren. Allerdings werden alle KI-Spieler immer weiter produzieren. Im Zweifelsfall könnt ihr ein paar Blasrohr und Bogenschützen zusammen mit ein paar Dieben an einen halbwegs abgelegenen Ort der Trojaner-Siedlung bringen, um ihre Soldatenproduktion zu unterdrücken. Sobald die Trojanische Siedlung erobert ist und mindestens 150 Goldbarren am Zielort euch gehören, habt ihr die Maya-Kampagne abgeschlossen.